Damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum MotoGP 13. Wir sind in Assen angekommen. Wie ihr seht, die Strecke ist feucht, es hat vorher geregnet, also sie ist leicht befeuchtet. Ein paar Pfützen sind zu sehen, das erkennt ihr ja ganz easy. Wir gucken mal, was da jetzt geht. Ich denke nicht viel, weil Assen ist überhaupt nicht meine Strecke. Gehen wir doch direkt mal auf die Strecke. Ich glaube, es hat noch keine Zeit. Nein, deswegen begeben wir uns, zack, sofort mal auf die Strecke. Ich kann euch da nicht viel versprechen. Ich muss einmal kurz meine Box ein bisschen lauter machen. So. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gibt. Ich weiß nur... Oh. Ich weiß nur, dass ich die Strecke nicht wirklich beherrsche. Ich bin die ein, zwei Mal nur gefahren bisher. Und ich denke, wie gesagt, aus dem Grund nicht, dass da was bei rauskommt im Qualifying. Ich werde einfach mal mein Bestes geben. Eine Runde habe ich ja. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, also wisst ihr Bescheid. Schauen wir mal, was es gibt. Ich kann es absolut nicht sagen. Ich mag die Strecke auch überhaupt nicht. Also ich verstehe auch nicht, was daran ja so toll ist. So, die ersten Kurven habe ich jetzt schon überstanden. Jetzt gehen wir erstmal auf eine längere Gerade. 29 Sekunden im ersten Abschnitt. Keine Ahnung, inwiefern das jetzt gut ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe ja noch keine andere Zeit zum Vergleichen jetzt gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt die schnellste Zeit ist. Ich fahre einfach mal so gut es geht. Im Grunde ist die Strecke ja nicht so schwer, das weiß ich ja, aber ich mag sie einfach nicht. Keine Ahnung. Ist halt nicht meine Strecke. Jawohl. Super. Super. Wisst ihr was? Das machen wir gleich nochmal. Wir gehen nochmal an die Box und wir probieren es einfach nochmal. Weil das war jetzt kacke. Ich hätte nicht auf den Körper bremsen dürfen. Reparatur machen wir. So, dann haben wir jetzt auch vielleicht eine Zwischenzeit mal, wo wir einmal gucken können. Ne, immer noch nicht. Wir können mal ein bisschen vorspulen. So, 1:33 ist jetzt im Moment die schnellste. Das gucken wir doch jetzt mal. So, dann machen wir das jetzt nochmal, als ob nichts passiert wäre. Dann ist die Strecke auch ein bisschen trockener jetzt, wie ihr seht. Ein bisschen ist die Ideallinie schon rausgefahren. Das heißt, wir können eine schnellere Zeit fahren. Hätte ich gerade ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Oh Mann. Oh mein Gott, ey, was mache ich denn nochmal? Oh Mann, das ist ja lächerlich. Was war das denn? Ich hasse diese blöden Schikanen. In der MotoGP echt schwer zu fahren. So, letzter Versuch jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. 1:33,7 ist jetzt, wie gesagt, die schnellste Zeit. Mal sehen. Vielleicht hätten wir auch schon Trockenreifen nehmen können. Boah, also Schikanen kannst du voll vergessen eigentlich bei dem Spiel. Aber die gehören ja nun mal dazu. So, jetzt geht's dann auf die schnelle Runde, ab in die erste Kurve. Ich weiß nicht, warum ich Regenreifen drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Ganz verstehen kann ich es nicht, weil die Ideallinie ist ja trocken. Obwohl, wenn ich jetzt Trockenreifen hätte und ich einmal neben die Ideallinie kommen würde, würde das, glaube ich, für mich nicht gut enden. Oh, ich mag diese langsamen Kurven, sind mit Motorrädern einfach nur extrem mies zu fahren. So, jetzt ein neuer Versuch, wieder die lange Gerade runter. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall im ersten Sektor schon mal schneller als der erste. Vielleicht geht es jetzt nach langer Zeit mal wieder ins zweite Qualifying. Ich kann es nicht sagen, hatten wir ja schon lange nicht mehr. So, perfekt genommen hier die Kurve. Bremsen, das sind alles so, ja, nur so ganz leichte Kurven hier. Fast eine halbe Sekunde bin ich jetzt schon schneller als der erste. Mal gucken, ob ich das nicht im ersten Sektor wieder, im letzten Sektor wieder wegwerfe. Ich hoffe nicht. So, jetzt noch hier rum. Im Grunde ist die Strecke ja nicht schwer, ihr seht es ja selber. Aber ich kann dieser Strecke einfach mal gar nichts abgewinnen. Das war nicht so gut gefahren. Fast eine Sekunde bin ich jetzt aber schneller. Zack, hier den schnellen Knick mitnehmen. Jetzt kommen wieder nur Hochgeschwindigkeitspassagen. Da muss man aber aufpassen, dass man da den richtigen Punkt zum Einlenken erwischt, weil sonst kriegt man das Motorrad nicht rum. So, auf in die Schikane, die habe ich ja gerade glorreich verkackt und werde es jetzt auch wieder tun. Die ist aber auch extrem schwer zu fahren. 32, 33, 34, ne, eine Sekunde langsamer bin ich am Ende. Sechster Platz, gehen wir live direkt mit euch wieder zurück in die Box und spulen die Zeit vor. Sechster Platz nur, ja, das ist wahrscheinlich die letzte Kurve, habe ich total verhauen. 8, 12, da bin ich jetzt sogar hier nur.
Die sind 31er Zeiten gefahren, alles klar. Brauche ich nichts mehr zu sagen, oder? Naja, gut. Müssen wir so akzeptieren, wie es ist. In der MotoGP bin ich halt nicht so schnell unterwegs wie in anderen Spielen. Ist ja auch kein Auto, sondern ein Motorrad, ne? Und ich bin ja eigentlich dann doch eher für den anderen Motorsport. Von daher kann ich das eigentlich ganz gut verkraften. Lad mal ein bisschen schneller, denn ich möchte loslegen und zum Rennen gehen. Oh mein Gott, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht fett nach Regen aus. Wir überspringen diese Kamerafahrt mal. Das sieht fett nach Regen aus, wenn ich ehrlich bin. Es ist wolkig, aber es ist kein Regen angesagt. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Wetterumschwung, weil man kann ja keine Reifen wechseln. Ich weiß gar nicht, wie das in der MotoGP wirklich ist, wenn das Wetter mal umschwingt. Ich glaube, die unterbrechen dann das Rennen. Ich weiß es nicht. So, wir starten von ganz hinten, so wie es aussieht. Jawohl. Gleich geht es auch los. Die Ampeln sind an. Und der Start erfolgt genau jetzt. Guten Start erwischt. Guten Start erwischt, würde ich mal behaupten. Jawohl, richtig guten Start erwischt. Wir kommen gut von unserem Block weg. Schauen wir mal, was jetzt die erste Kurve bringt. Ein bisschen Gerempel. Ja, da zieht einer zwei. Jawohl. Jetzt sind wir wieder auf dem letzten Platz. Alles klar, weil ich hier so rumeier wie so ein Ei. Ich fahr wieder wie so ein Ei. Das hatten wir in Katar ja schon mal. Und ich glaube, in dem Rennen kann ich nicht viel reißen, weil ich mit dieser Strecke einfach kein bisschen... Ja, ich komme damit... Jawohl, was machen die denn da? Jawohl! Ey, super nice. Fast hätte ich da noch die Leitplanke mitgenommen. Alter, nice. So, haut mal ab. Ich brauche Platz. Ich muss vorbei. So kann ich doch hier das... Nein, du bleibst schön, aber du bist. Jetzt zieh mal jetzt hier... Ach, Kerl, ey. Fahr doch mal entweder links oder rechts. Jawohl, hau mir richtig rein ins Motorrad. Ja, nee, ist klar. 19. Platz sind wir jetzt. Aber, wie ihr seht, ich komme eigentlich relativ gut hinterher. Ah, die Strecke ist so verdammt schmal. Das ist gar nichts für mich. Ja, Hernandez geht mal eben vorbei. Ganz easy und locker. Ich ziehe jetzt aber mal hier voll durch. Ja, da hat einer Fahrfehler gemacht. Da können wir schon vorbeiziehen. Und jetzt versuchen wir noch an Depeunier vorbeizugehen. Das wird ein extrem idiotisches Rennen, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass ich hier unfallfrei durchkomme. Da fährt einer ein bisschen neben der Strecke. Jetzt kommt meine Lieblingskurve. Ja, genau. Schubsen wir noch ein bisschen. Oh, ich habe sie erstaunlicherweise gut bekommen. Ich denke, hier habe ich auch die Zeit vorhin liegen lassen im Qualifying, weil ich die einfach nicht fahren kann, solche Kurven. Diese sind einfach nichts für mich. Boah, ich war ein bisschen spät auf der Bremse. Das habe ich direkt gemerkt. Hinten ist, glaube ich, mein Hinterrad ein bisschen gerutscht. Jetzt kommen meine Lieblingskurven. Ich hasse sie. Oh, das wird eng. Das wird eng, aber das geht. Ich bin vorbei. Oh, ein bisschen schubsen, ein bisschen drängeln, ein bisschen Ellbogen raus. Ah, verhauen. Jetzt aber mal gucken. Alter, schubst doch nicht. Ja, mecker du mal rum. Du bist doch rübergezogen. Kann das sein, dass die KI ist hier extrem schwach auf der Strecke? Kann das sein? Ja, ihr seht es hier an dem leichten Knick. Die gehen ja richtig übel vom Gas. Und die, diese leichten Ecken hier, diese schnellen Ecken, die kann ich viel besser fahren, als dies machen. Deswegen bin ich auch schon auf dem 11. Platz innerhalb von 2 Runden. Noch nicht mal 2 Runden. Die zweite Runde hat ja überhaupt jetzt mal die Hälfte hinter sich. Aber es sieht doch ganz gut aus. Auch wenn ich die Strecke nicht mag, aber die ist extrem einfach zu fahren. Aber ich mag sie trotzdem nicht. Gerade wegen der letzten Kurve. Schon alleine wegen der letzten Kurve und der ersten paar Kurven mag ich diese Strecke überhaupt nicht. Aber wie ihr seht, ich flüge hier total easy durchs Feld. Also wenn ich im Qualifying weiter vorne gewesen wäre, wäre da bestimmt noch mehr drin. Ich weiß ja jetzt nicht, wie gut ich hier noch weiterhin nach vorne komme. So. Oh, 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 da hat er das Gleichgewicht verloren. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da habe ich Glück gehabt. Verdammtes Glück hatte ich da. Ja, mein Fahrer wäre hier fast abgestiegen. Aber ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass ich hier unfallfrei durchkomme. Ich musste einmal die Kamera... Die ist wieder schief. Ist sie immer noch schief? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Das ist das. Es gibt so... Irgendwie spackt da mein... Nein! Verdammt! Ah, ups, Entschuldigung, falsche Taste. Ich mach mal. Ausnahmsweise. Weil das Thema hatte ich schon 1000 Mal. Ich habe da keinen Bock drauf wegen so einem blöden KI. Ihr habt es hier gesehen. Hier hat er mich geschubst und das reicht dann schon. Ich habe keine Lust wegen so einem doofen KI immer hinzufliegen. Deswegen
da ist es okay, zurückzuspulen. Eigenverschulden ist noch ein anderes Thema, aber was das angeht, hier KI, Unfall und Schubsen und so, da so wie jetzt zum Beispiel, habe ich gesagt, dann mache ich das mit dieser Rückblende, da ist das vollkommen in Ordnung, denn sonst wird das, ja, das Spielerlebnis halt ein bisschen versaut, sag ich mal. Spielerlebnis, das ist auch ein Wort. Da seht ihr, wie ich hier angeflogen komme, viel besser als der KI kann ich hier durch, zack, locker innen vorbei, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Chance gehabt hätte in der Realität, da hätte das definitiv nicht gereicht. Ups, ein bisschen Rasen mitnehmen. Können wir zu Hause im Garten pflanzen. Ne? 3 Runden schon vorbei. Und auf der 9. Ich glaube, 24. bin ich, glaube ich, gestartet. Ne? Kann das sein? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall starte ich ja immer hinten. Von daher achte ich da schon gar nicht mehr drauf. Ob es jetzt letzter, vorletzter oder, weiß ich nicht, 20. ist. Wie gesagt, da achte ich schon gar nicht mehr drauf. Boah, das ist aber auch hier, seht ihr, zack, kann ich locker vorbeischießen, ein bisschen Curb mitnehmen. Also, die lässt sich ja nicht schlecht fahren, die Strecke, ne? Aber es ist halt nichts für mich. So, die Schikane habe ich gut genommen. Das heißt, ich kann mit gutem Speed hier auf die kurze Startzielgerade gehen, weil die ist wirklich extrem kurz. Die Gegengerade ist viel länger. Naja, komisch, komisch. Ich sag ja, insgesamt die Strecke sehr komisch. Vor allem diesen Abschnitt hier finde ich total ekelig. Weil jetzt zieht sich das so zu. Mit Motorrad fast schon unfahrbar, meiner Meinung nach. Aber naja, wir machen es einfach mal. So, rum. Zack, Hayden ist vor uns. Die Reifen, die bauen so gut wie gar nicht ab, sehe ich gerade. Und wir haben schon 4 Runden gefahren. Oder ich freue mich zu früh. Eine halbe Sekunde ist Hayden jetzt vor mir. Vor uns, wie auch immer, wie ihr das haben wollt. Boah, die Kurve, die habe ich jetzt ein bisschen verpennt. So fährt der KI die wahrscheinlich, deswegen sind die auch langsamer da als ich. Die sind alle sind sie fast langsamer. Guckt euch das an, ich kann hier, ey, schubs nicht. Alter, du brauchst nicht rumschubsen, ne? Ja, der nimmt da voll den Körb mit und das mit dem Motorrad, ist klar. Ihr seht's, die KI ist hier nicht so stark. Die können hier wenig, ja, die machen hier wenig. Da vorne fährt auch schon Stefan Bradl. Der deutsche MotoGP-Pilot. Jawohl, ey, ganz, ganz knapp am Abweiser vorbeigeümmelt. Das war richtig knapp. Ich glaube, sonst wären wir übelst fliegen gegangen. So, jetzt attackiere ich gleich mal Bradl. Erstmal muss ich jetzt die Schikane vernünftig fahren. Ja, jawohl, ey, jetzt habe ich es raus. So, und jetzt kann ich auch schon an Bradl vorbeigehen, denn ich bin besser aus der Kurve rausgekommen. Geschwindigkeits. Vorteil, Überschuss, wie man es auch nennen mag, den versemmel ich direkt mit dem Verbremser, ist klar. Ah, John ist er wieder vorbei. Jetzt, ich attackiere. Nee, das reicht nicht. Also hier sind die KIs besser als ich unterwegs. Hier mache ich irgendwas falsch. Das seht ihr ja. Ey, das gibt es nicht. Was mache ich denn hier bitte falsch? So. Jawohl. Geht doch. Aber ich hasse diese erste Passage trotzdem wie die Pest. Die ist so bescheuert zu fahren. Das ist unglaublich. Hier, zack, vorbeigeschossen mit Überschuss. Reinbremsen. Jawohl, das fährt sich hier richtig cool. Die Passage da, dieser kleine Rechtsknick und darauf die schnelle Linkskurve. Das fährt sich richtig schön in einem durch. Aber der Rest ist so, Larifari, ne? Ist halt irgendwie keine anspruchsvolle Strecke. Hat es aber dann doch wiederum in sich, weil sie so schmal ist und man aufpassen muss, wie schnell man halt so unterwegs ist, weil das ist halt eine ziemlich schnelle Strecke, die aber extrem schmal gehalten wurde, wo nicht viel Platz ist, um heraus, ja, so richtig krass rauszubeschleunigen, sich richtig weit raustreiben zu lassen. Das geht hier nicht, aber ihr seht, sie hat so viele schnelle Ecken, hier auch schon wieder, aber ihr seht es auch, die ist halt sehr eng. Also, das ist so, da muss man, oh, da hat es mich wieder ein bisschen zerrissen. Crutchlow ist auf der Gran genauso langsam wie Bradl gerade. Ey, das gibt es doch gar nicht. Ich bin jetzt schon Fünfter. Ich wollte gerade sagen, der reißt mir doch gleich wieder den Arsch unterm... Hä, den Arsch unterm Hintern weg? Das Motorrad unterm Hintern weg, mein Gott. So, was ein Duell. Das habe ich aber jetzt schon öfter in der Saison gehabt mit Quatsch. Ein bisschen schubsen. Geht in Ordnung. Faire Mitte. Ellbogen raus, wie gesagt. Wir machen hier einen auf DTM bei der MotoGP. Das gibt es nicht, ey, ich komme da nicht vorbei, jetzt aber, ich versuche es, jetzt muss es gehen.
Hier in dieser schnellen Ecke bin ich unschlagbar.